Hör auf dein Herz. Seit längerer Zeit ist bekannt, dass die Lebenserwartung von Patienten mit einer Herzschwäche ganz entscheidend davon abhängig ist, wie stark denn die Herzleistung, also die Pumpleistung der linken Herzkammer eingeschränkt ist. Und so ist einfach so, dass statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen, wie zum Beispiel Kammertachykardien bis hin zum Kammerflimmern, größer wird, je stärker denn die Herzleistung eingeschränkt ist. Und dementsprechend haben die spitzfindigen Ingenieure überlegt, was kann man machen, und haben spezielle Schrittmachersysteme entwickelt, die die Möglichkeit haben, über im Herzen befindliche Elektroden gefährliche Herzrhythmusstörungen, wie eben zum Beispiel Kammertachykardien bis hin zum Kammerflimmern, frühzeitig aufspüren zu können und dann über eine elektrische Überstimulation bis hin zu einem Elektroschock frühzeitig beenden zu können und somit die Patienten vor einem plötzlichen Herztod bewahren können. Und somit können diese als AICD, als automatische, implantierbare, Kardioverter-Defibrillatoren bezeichneten Schrittmachersysteme bei guter und sorgfältiger Patientenauswahl zu wirklichen Lebensrettern werden. Und ich denke, jeder Kardiologe kennt eine Menge Patienten, die ihr Überleben tatsächlich einem solchen Gerät zu verdanken haben. Die Indikation für die Implantation eines solchen Gerätes, die besteht immer dann, wenn bereits eine solche lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung aufgetreten ist, oder aber dann, wenn die Pumpleistung der linken Herzkammer, die sogenannte Ejektionsfraktion, auch als EF abgekürzt, wenn die unter einem bestimmten kritischen Wert, nämlich unter 35% abgefallen ist. Dann sagt man einfach, dass statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eben von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen bis hin zum Kammerflimmern sehr groß ist, sodass man dann eben diese Patienten durch ein solches AICD-Gerät vor dem plötzlichen Herztod schützen will. Und somit sind solche Geräte bei, wie gesagt, geeigneter Patientenauswahl wirkliche Lebensretter und können auch in großen Studien nachgewiesen die Lebenserwartung von geeigneten Patienten deutlich verlängern. Um den Preis, dass natürlich kein technisches System perfekt ist und es immer auch zu Störungen kommen kann. So kann es also durch äußere Störeinflüsse auf die Geräte oder aber auch durch eine Fehlinterpretation mutmaßlich gutartiger Herzrhythmusstörungen wie einem Vorhofflimmern, was dann fälschlicherweise als eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung wie Kammerflimmern fehlinterpretiert wird, kann es zu sogenannten Fehlschocks kommen, dass also ein Schock abgegeben wird, der aber eigentlich gar nicht indiziert ist. Und das kann natürlich sehr unangenehm sein, wenn bei vollem Bewusstsein ein so ein Elektroschock trifft. Glücklicherweise ist es aber so, dass die Geräte immer besser geworden sind, sodass sie eigentlich gegenüber äußeren Störeinflüssen gar nicht mehr so empfindlich sind. Zusätzlich werden auch Medikamente eingesetzt, die die Wahrscheinlichkeit eines Schockereignisses deutlich reduzieren. Und vor allen Dingen sind auch die Programmieralgorithmen immer pfiffiger und besser geworden, sodass eigentlich diese Fehlschocks zum Glück immer weiter abnehmen. Im nachfolgenden Video wollen wir uns das Ganze mal im Real Life angucken. Und da habe ich mal ein Video rausgesucht, wo ein Profifußballer mitten im Spiel mit Kammerflimmern zusammenbricht und dann durch seinen AICD in das Reich der Lebenden zurückgeholt wurde.